Recht herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen, spektakulären Folge hier auf Trend 17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mic, The Last of Us Part 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ihr wisst ja, abonnieren macht reich und schön. Also abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da und ja, werdet reich und noch schöner. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Hier besser kommen wir hoch, ne? War das richtig hier? Okay. Haben wir hier jetzt alles durchsucht? Ich schaue noch mal eben. Alles durchsucht, alles durchsucht. Taschenlampe. Ich muss noch mal eben so ein bisschen den Faden wieder kriegen hier. Das ist ein paar Tage her. Stimmt, hier habe ich den Schrank vorgeschoben. Hier bin ich hergekommen. Richtig, okay. Paar Tage her, dass ich hier gezockt habe. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Nichts vergessen, nichts vergessen. Da kommen wir nicht hoch. Okay. So, wo starten wir dann mal? Kommen wir hier irgendwo rein? Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir hoch, da kommen wir weiter. Geht's hier wieder zurück? Aha, okay, hier kommen wir. Da kommt die Tonne raus. Oho, aha. Hat das wer gehört? Da müssen wir. Ja, bestimmt. So, wir können da, glaube ich, irgendwie rauf oben. Eben die Tonne nehmen hier. Können wir die ziehen? Oh. Ich würde sagen, hier so seitlich von der Garage. Ganz in die Ecke, ganz hoch. Wenn ich jetzt loslasse und hochgehe. Rauf, 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 rauf. Oh. Okay, da müssen wir durch. Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Mal horchen. Hier ist soweit nichts. Da haben wir erstmal schon mal wieder eine Bank. Hier ist auch noch ein Raum. Oh, hier sind Teile. Oh, nice. Was haben wir hier? Ein Brief. Boris. Boris, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolves so viel angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolves rächen willst. Glaub mir, mir geht das genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben. Uli.
Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Schubladen? Nix. Nö. Ich habe irgendwie so im Gefühl, dass hier gleich Ärger auf uns zukommt. Da ist noch ein Lappen und Gesundheit. Schauen wir doch mal, ob wir irgendwas machen können. Wir haben 52 Teile. Oh, wir können was machen. Wir können den Stabilität kann man machen, Nachladegeschwindigkeit. Ich will aber erst noch mal eben schauen. Schaden. Was kostet denn Schaden hier bei dem? Ach, hier haben wir schon alles. Ach, 100 Teile. Schaden kosten 100. Oh, heftig. Okay. Was haben wir hier noch? Kurz schauen. Kapazität. Magazinkapazität. Das finde ich eigentlich noch nicht so wichtig. Ich glaube, ich nehme erstmal die Stabilität von dem Revolver. Der ist nämlich eigentlich richtig gut. Der macht gut Damage. Den nehmen wir. Und wir finden immer ziemlich viel Revolver-Munition. Deswegen müssen wir uns so ein kleines bisschen auf den Revolver einschießen hier. Schauen wir nochmal eben bei den Pillen. Wie sieht das hier denn aus? 26, das ist gar nichts. Gesundheit würde ich gerne mal. Gesundheit wäre cool. Aber da brauchen wir noch einiges. Okay. So viel dazu. Vielleicht finden wir ja noch ordentlich Teile hier. Ja, kommt bestimmt gleich Ärger. Das war jetzt so lange ruhig. Hier ist garantiert gleich irgendwo Ärger. Da haben wir schon mal Alkohol. Sehr schön. Ich höre Schritte. Hoffentlich nicht wieder irgendwelche Hunde. Okay, gehen wir erstmal in den Likörladen. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Da ist noch was. Alkohol und eine Schublade. Und viele Fliegen. Da, Munition, sag ich doch. Also für die, da geht's runter. Für die Wumme finden wir immer richtig viel Munition. Hier ist auch schon alles kaputt. Okay. Ich will da nicht runter. Ich habe da eben schon wieder einen Kellereingang gesehen. Ich will da nicht runter. Da. Alkohol. Okay. Können wir die Axt eigentlich noch pimpen? Eben gucken. Die Axt können wir pimpen. Sehr schön. So, wir haben Mollys haben wir 3. Okay, gehen wir mal runter. Ja, ich hab's gewusst. Okay, damit können wir hier nichts anfangen. Ach du Scheiße. Wie viel sind denn hier? Mindestens ein Schembler. Das ist ein Schembler auf jeden Fall. Da ist noch Alkohol. Da ist er. Zwei Schembler. Super. Herzlichen Glückwunsch. Und wahrscheinlich noch ein Runner.
nicht. Können die sehen? Ich weiß gar nicht. Da sind die. Ist hier auch noch einer? In diesem Raum. Ach du Scheiße, zwei. Ja, damit brauchen wir ihm nicht kommen. Shit. Ich sehe die auch nicht. Da ist er. Okay. Der kommt dann. Wir müssten hier noch. Wir könnten hier noch eine Schockbombe. Sprengfalle. Ne, wir nehmen eine Sprengfalle. Dann nehmen wir noch den hier. Ist nur die Frage. Die haben überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit. Da wird der andere nämlich auch gleich kommen. Okay. Ich schätze mal, die sind wir gleich alle los. Schwede. Ich will keinen Fotomodus. Fotomodus verlassen. Oh, shit. Oh, oh, oh. Alter Schwede. Da hat sich der Fotomodus aktiviert. So. Das war aber eine ganz knappe Kiste hier. Okay. Nehmen wir mal eine... Einmal Heilung hier. Die macht echt gut Damage. Da haben wir richtig Glück gehabt. So, haben wir hier noch... Ist da noch irgendwas? Nee. Okay. Das war's schon hier. Mehr gibt's nicht. Ich wollte schon sagen. Dafür, dass ich hier zwei Schämpler platt gemacht habe. Muss noch ein bisschen mehr rumkommen hier. Okay, die jetzt sind hier lang gelaufen. Da. Isolierband. Da sind auch noch Teile. Hat sich schon für die Teile eigentlich gelohnt hier. Da unten geht's weiter. Ich glaube, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Okay. Wo komme ich hier hin? Okay. Und hier, ja, gut, hier kommen wir ja ganz normal hoch. Ich. Und nehmen wir mal die. Wir haben ja Shotgun. Munition. Ist hier ein Kindergarten oder sowas?
könnten eigentlich noch mal eben neues. Ach, wir haben noch 3 von 3. Okay. Stimmt, wir haben ja eben noch eins gefunden. Brauchen wir gar kein neues machen. Oh, was haben wir hier? Magazin. Die sind immer wichtig. Outdoor, Sportsman. Diese Ausgabe, der große Test. 15 Zielfernrohre für Jagdgewehre. 10 Dinge, die Sie vor dem Häuten wissen müssen. Schnäppchenjäger. Hier finden Sie fantastische Angebote für Messer, Kameras, Nachtsichtgeräte und weitere Ausrüstung. Sehr schön. Da wird sich wahrscheinlich gleich unser... Ja, hier haben wir jetzt einen neuen Baum, den wir bearbeiten können. Neue Eigenschaften. Sehr cool. Erhöhte Stabilität. Sehr schön. Ja, das ist wichtig, dass wir diese Sachen immer finden. Ich weiß gar nicht, ob ich bisher alle gefunden habe von diesem Magazin, damit wir unser Portfolio hier an Eigenschaften und an Fähigkeiten ausbauen können. Aber ich glaube, das war's. Hier gibt es nicht mehr. Uah, das ist so ekelhaft. Also, mit Ekel spielen die hier wirklich gut in dem Spiel. Okay, lass mal raus. Zack. Und ich höre, glaube ich, auch schon wieder welche. Nachwechseln. Bin ich hier nicht eben schon mal gewesen? Warte mal, hier ist doch irgendwer. Jo, sag ich doch, hier ist doch, da ist ein Runner. Okay. Wahrscheinlich ist ja noch einer. Ein Runner, okay. Da mache ich mega Lärm, den nimm den mal. Vielleicht kriege ich den so. Ja, kommt der hier rum? Der kommt tatsächlich hier rum. Den krall ich mir jetzt. Oh, Alter, wie die laufen. Komm, hier, nimm ihn. Ja. Komm, du lauf doch mal ein bisschen schneller. Murks ihn ab. Schön hier in der Ecke. Das ist schön. Dann kann der andere uns wahrscheinlich nicht sehen. Da ist nämlich noch einer. Da ist noch einer. Irgendwo habe ich da noch... Da. Ich höre da noch einen. Wo ist denn der andere? Kann ich irgendwas schmeißen? Schmeiß da mal eine Scheibe ein. Der kommt nicht. Ich hab da doch eben einen gehört. Oder ist der weiter weg? Fahrradladen. Crazy. Ist hier auch noch irgendwas? Hier ist nichts. Schon wieder eine Werkbank. Ach, hier bin ich schon mal gewesen in dem Fahrradladen. Okay, wir waren im Likörladen. Dann machen wir hier jetzt mal weiter. Gehen wir hier mal. Vielleicht kommen wir da. Ach, hier kommen wir auch rein. Da, Pillen. Irgendwo ist hier ein Vogel.
Wir müssen uns eigentlich immer lieber zuerst krallen. Okay, schauen wir mal eben. Wieder ein Brief. Uli, unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen, aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere Kinder denken. Die Brandmans. PS, wir haben Boris vor ein paar Stunden gesehen. Wir wollten mit ihm reden, aber er wirkte abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, er schließt euch uns. Ihr schließt euch uns an. Er schließt euch nicht aus. Da ist noch eine Schublade. Nichts drin. Okay, irgendwo läuft hier der Vogel rum. Okay, da geht das auch noch weiter. Wo ist denn der Vogel? Ich höre den dauernd. Das habe ich nicht gern, wenn ich nicht weiß, wo der Typ ist. Da. So. Konzentration. Konzentration, okay. Ich würde mal sagen, hier geht das bestimmt irgendwie weiter. Hier hinten. Wir schauen uns aber mal das nächste Geschäft an hier. Alkohol. Ist das ein... Oh, das ist ein Friseur hier, ne? Ein Friseur. Schere. Ja, der sollte eigentlich eine Schere haben, Friseur. Und 8 Pillen. Mega nice. So, schauen wir mal eben. 43 Pillen haben wir jetzt. Herstellungsgeschwindigkeit ist mir super wurscht. Erhöhte Stabilität, verbessere... 40 Pillen. Herstellungsgeschwindigkeit ist mir super wurscht. Ach, das kann ich erst machen, wenn ich den gemacht habe wahrscheinlich, ja. Ich will eigentlich die Gesundheit. Schnellere Medikits. Der geht aber nicht. Zu wenig Pillen, wa? Da kann ich nichts machen. Okay, Herstellungsgeschwindigkeit. 50% Heilung. Ah, ich muss hier doch erst diesen Baum weitermachen. Das ist ja doof. Ich kann ja nicht gleich runtergehen. Okay, nehmen wir den erstmal. Und dann öffnet, ja, dann öffnet sich der hier dann, ne? Und dann irgendwann landen wir hier bei der Heilung, die so wichtig ist. Alles klar. Sorry, eine kleine Exkursion in das Menü. Flasche voll. Alles toll. Da ist auch noch ein Laden. Okay. Das hat ja eigentlich vorhin ganz gut geklappt. Jo, da ist wieder einer unserer Freunde. Auch wieder zwei. Wir brauchen... Molotow anfertigen, machen wir mal. Und noch ein. Okay. Und eine... Wir könnten noch eine Bombe hier wieder vorne hinpacken. Sprengfalle anfertigen können wir auch machen. So. Okay. Und nicht noch einer. So, und dann nehmen wir Molly. Kommen wir hier schnell raus? Ja. Werden wir uns erstmal... Schnucki, wo bist du? Da ist er.
Der ist doch noch nicht tot. Sag ich doch, der ist noch nicht tot. Verdammte Axt. Okay, noch ein Molly. Shit. Das gibt's doch nicht. Komm her, ihr Baby. Der kommt nicht. Okay, der müsste jetzt Platz sein. Der Shambi. Komm, Baby. Oder ist er mitverbrannt? Es könnte sein, dass er mitverbrannt ist. Nimm wieder mit. Der Shambi ist auf jeden Fall platt. Ich nehme lieber die hier, weil dafür findet man echt immer gut Munition. Und die lassen wir dann für die Klicker. Der ist so ekelhaft, der Typ. Ist ja sonst noch irgendwo was? Die Musik ist auch so geil. Okay. Was haben wir hier? Eine Notiz an der Wand. Lesen. Jo, wenn Dale vorbeikommt, wird er nach der Safe-Kombination fragen. Aber geh einfach rüber zur Werkstatt und gib sie selbst ein. Sonst kommt er deswegen noch 10-mal an. Die Kombination ist 30, 82, 65. Jemand muss seiner Frau muss mit seiner Frau reden. Ich weiß, sie will glauben, dass er wieder in Ordnung kommt, aber wir müssen den Tatsachen ins Gesicht sehen. In der WLF-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde ihr übel nehmen, wenn sie geht. Außer Boris. Aber scheiß auf den. 30, 82, 65. Also irgendwo haben wir hier noch einen Safe gleich. Ein Shave. Shave. Okay. Hier geht's raus. Oh, hier, das gibt's doch nicht, dass hier sonst nichts ist. Mach mal auf. Oh, da geht's weiter. Shave. Da! Lappenparty. Moment, hier ist aber auch noch was. Lass mich mal hier. Na, kommt jemand? Okay. Vielleicht ist hier ja auch noch irgendwas. Boah, 16 Pillen. Noch ein Brief. Meine Güte. Uli, es war Boris. Ich habe gesehen, wie er die WLF-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße, ich kapier's ja. Sie haben seine Tochter getötet. Aber er hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund. Aber diese Wolves haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denk mal darüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von drei ihrer Leute decken.
Bitte komm nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt. Alkoholschere. So, kann ich. Ja, Mollys muss ich jede Menge. Ist ja mega Molly-Verschleiß hier. Nee. Super Molly-Verschleiß. Okay. Lass mal raus hier. Okay. Also hier haben sie aber nicht gut aufgeräumt, ne? Muss ich ja mal so sagen. So, da waren wir drin. Keine Ahnung, ob wir hier schon drin waren. Ja, das war der Friseurladen. Alkohol. Alles abgefertigt hier. Okay, also irgendwo in der Werkstatt. Das Auto, das könnte der hier sein. In der Werkstatt sind... ich schätze mal... dass da irgendwie jemand drin ist. Oh, ich will eigentlich nicht die guten Dinger hier dafür platt machen. Okay, habe ich genug? Habe ich genug? Okay. Ob dich... Foto überlassen. Lauf! Nimm den. Okay. So, der nächste. Oh, Alter, war das ein Massaker hier. Das war ja das Supermassaker. Das war knapp. Ja, die kann ich, ich will meine schöne Shotgun-Muni, aber anders haben wir hier keine Möglichkeit. Ich hoffe, ich finde hier gleich da Sprengstoff. Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, irgendwie eine Sprengfalle zu legen. Nein, du sollst den nicht nehmen. Ah, ich muss unbedingt diesen blöden Fotomodus wieder ausmachen. Da komme ich jetzt immer versehentlich rein. Okay, hier haben wir die Kombi auf jeden Fall. Das war 30, 82, 65. 30. 82. Nice. Oh ja. Ein Holz, da sehe ich da auch noch drin. Ausrüsten, jawohl. Waffen. Sehr schön, okay. So, meine Lieben, mit diesen hübschen Bildern von dem Tresor verabschiede ich mich dann auch von euch. Und hier geht es natürlich das nächste Mal super spannend weiter. Ihr seht schon, hier gibt es wieder jede Menge Ärger. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.